Hallo, ich bin Thomas aus der ITER-Fabrik der TU Darmstadt. Heute sind wir hier in Friedrichshafen bei der Rolls-Royce Power Systems AG und ich spreche mit Herrn Wellner. Herr Wellner, stellen Sie sich doch gerne einmal vor. Ja, hallo, mein Name ist Christoph Wellner. Ich bin bei der Rolls-Royce Power Systems AG hier in Friedrichshafen zuständig für den Bereich Fertigung, Maschinen- und Anlagenbeschaffung. Und wir produzieren hier in Friedrichshafen die Kernkomponenten für unsere MTU-Motorenmarke. Wir arbeiten jetzt seit einiger Zeit im Projekt ITER Transfer im Bereich Energieeffizienz zusammen. Welche Umsetzungen konnten wir im Projekt realisieren oder realisieren wir gerade? Ja, wir haben ja seit einigen Monaten hier eine intensive Analyse in unserem Fertigungsbereich durchgeführt und haben dabei zwei Kernthemen herausfinden können. Das ist einmal das Thema effiziente Schaltschrankkühlung. Hier haben wir ein neues Produkt der Firma Rital eingesetzt. Und das zweite ist das Thema Industriewärmenutzung, wo wir unser Blockheizkraftwerk entsprechend energieeffizient einsetzen wollen. Dabei konnten wir auch einige Einsparungen realisieren oder sind dabei, diese zu realisieren. Wie hoch beziffern die sich eigentlich? Ja, in Summe können wir durch diese Maßnahmen ungefähr 200 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen. Das sind auf der Schaltschrankkühlerseite auch in Summe ca. 200.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr, die wir hier einsparen können. Und das ist ein deutlicher Beitrag für die Energieeffizienz in der Fertigung. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen war die enge Zusammenarbeit nicht nur zwischen der TU Darmstadt und Rolls-Royce Power Systems notwendig, sondern auch einige Abteilungen der Rolls-Royce Power Systems involviert. Welche Abteilungen waren das alles? Ja, wir hatten hier ein interdisziplinäres Team mit der Maschineninstandhaltung, mit dem Gebäudemanagement, mit der Facility-Seite und natürlich mit uns von der Fertigung mit der Maschinen- und Anlagenbeschaffung. Und jetzt ist Ihr Unternehmen auch dabei, eine Nachhaltigkeitsstrategie oder Klimastrategie umzusetzen. Erzählen Sie doch ein bisschen dazu. Ja, die Rolls-Royce Power Systems AG als Teil der Rolls-Royce-Gruppe hat schon seit längerem natürlich Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit unternommen. Gerade das manifestiert sich ja auch in unserer Projektzusammenarbeit im Bereich der ITER-Fabrik und des ITER-Transferprojektes. Und wir haben jetzt aktuell eine neue Projektinitiative an den Start gebracht, Net Zero at Rolls-Royce Power Systems, die hier nochmal entsprechend die CO2-Emissionen reduzieren soll und die Nachhaltigkeit in dem Fertigungsbereich und Produktionsbereich deutlich verbessern soll. Das Projekt ITER Transfer läuft jetzt bald aus mit den Umsetzungen, die wir hier gemeinsam geschaffen haben. Und wir freuen uns natürlich auf mögliche weitere Kooperationen. Vielen Dank, Herr Wellner. Ich danke Ihnen. Ja.